Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder hier bei Starbound. Ja. So, wir das haben wir... Ja. wir haben in dem letzten Part, glaube ich, das Fuel gesammelt. Komm runter von meinem Stuhl. Ich stehe auf deinen Stuhl. Komm von meinem Stuhl. Okay. Da sitze ich immer. haben wir das Fuel gesammelt, unseren Antrieb repariert. Und ich glaube, jetzt können wir hier uns theoretisch im Universum austoben. Voll auf die Kacke hauen. Also irgendwann konnte man noch sein Raumschiff richtig krass abtunen und natürlich gibt es natürlich noch krassere Rüstungen und Gadgets, also theoretisch sollte es noch sehr viel zu entdecken geben. Ich guck gerade mal. Also zumindest können wir mal auf dem Eisplaneten runterschauen, ob man da jetzt schon raufkommt und ob man da was machen kann. Okay, gut, ich habe da glaube ich schon was gefunden. Zumindest war es bei richtig frühen Patches von Starbound so, dass allgemein, wenn du, wenn es dir kalt war, musstest du dir selber ein Campfire und so setzen, dass du dich wieder wärmen konntest. Ich denke mal, das wird da genauso sein. Weißt du, ob es hier Levelbegrenzungen gibt? Nee. Ich glaube, die Stärken von den Monstern sind eben vom vom Typ abhängig, vom Planeten. Natürlich, ob es jetzt in anderen Starbound, wollte ich gerade sagen, in anderen Star Systems anders aussieht als im eigenen, weiß ich nicht. Dann gucken wir einfach mal. Also ich glaube, ich habe hier auf jeden Fall unten Eisstern gefunden. Frozen Dingsbumsdings. Frozen Star. Mal angucken. Direkt im anderen Sternsystem? Mhm. Three Dangerous. Ui. Naja, shit happens. YOLO! Wir werden ja eh wieder drauf gehen. Das können wir sogar garantieren. Was und wie traurig ist. Naja. Wir legen es auch meist drauf an. Wir wissen es nicht besser. Wir wissen es einfach nicht besser. Genau. Kannst du mit Rechtsklick abwehren? Nö, nur zuschlagen. Okay. Mit Einhandwaffen kann man so abwehren oder ansonsten ein Schild rein mit Rechtsklick abwehren. Mhm. Aber mit zwei Waffen gibt es leider nicht. Habe ich nicht noch eine Waffe dabei gehabt? Nee, habe ich nicht. Ich habe bloß Stimpaks. Oh, dieser shiny Pokémon. Dieser rasende Hintergrund, der flasht mich gerade ein bisschen. Mir ist schlecht. Jetzt, wenn wir es geraucht haben. Oh Gott. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Nehm keine Drogen. Eine macht den Drogen. Was? Was? Hab ich das gerade gesagt oder warst du das? Sind Sie John Wayne? Oder bin ich es? Darf ich jetzt auch noch was sagen, Private? Nein. Oh, ich hör's schon, ich hör's schon. Was ist das? Ach, weil es so kalt ist. Oh, Scheiße, warum können wir nicht hitzebeständige Kleidung oder sowas? Oh Gott. Warum kommen wir nicht hoch? Wir waren zu weit unten. Knappe Kiste. Gut, das lassen wir. Alles klar. Der Plan wird umgeworfen. Ich bin immer noch eingefroren. Ja, ich auch. Jetzt geht's. Du bist nicht bei mir. Ich bin... Okay. Komm zu mir. Ich fühle mich so alleine. Trotzdem verkackt. On my way. Gut, radioaktiv ist... weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht auch das... Nee, ist auch nicht so geil. Okay, dann was haben wir denn hier? Probieren wir mal das aus. Forest. Forest Camp. Kann es sein, dass du irgendwie dumm bist oder sowas? Du bist nur der, der Dummes tut. Wieso hält meine... Naja. Oder müssen wir vielleicht noch irgendwie eine andere Quest machen oder sowas? Wir können natürlich nochmal zum Gate gucken, ob da jetzt neue Quests verfügbar sind, aber ich würde sagen, wir können erstmal ein bisschen... Naja, also ich vielleicht weiß, ein anderes Sternsystem gucken, ich weiß auch jetzt nicht mehr, wo wir angefangen haben. Epsilon Kakab, oder? Ja. Kakabi? Aber ich finde ihn auch nicht mehr. Warte mal, ich geh mal bei mir kicken. Da war das was mit Gamma? Wir können ja beide ein bisschen rumerkunden, ein bisschen rumfliegen und bei wem es geil aussieht, da machen wir dann weiter. Hab was.
Diese Logik ist auch so geil, wenn dir kalt ist und du deswegen Schmerzen hast, dann machst du einfach eine Bandage drum. Gut, kommt drauf an, wie viele Bandagen du nimmst, aber... Bandages. Fördert definitiv die Durchblutung. Epsilon Unwahr. A Strange Gate of Incurable. Die ganzen Gates führen bestimmt zu unterschiedlichen... A great source of fuel, a moon. Ab hier fahren. Scheiße, das Fuel reicht nicht aus, oder? 294. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich flieg mal jetzt. Wir hätten so Bookmarks setzen können. Ja, das habe ich auch gerade gesehen, aber ich wollte es nicht sagen. Weil sonst hätten wir uns das wieder mit Captain Continence und Captain Kompetenz abgewöhnen können. Also du. Genau. Bei mir ist es ja kein Geheimnis, dass ich das Wasser halten kann. Weiß ich nicht. Bin halt nur kompetent, du bist dafür inkompetent. Aber Kontinent. Was? Darum mag ich dich auch so. Du bist der kontinenteste Mensch, den ich kenne. Das hat mich verletzt. Als ob du Gefühle hättest. Ich frag mich auch, wir konnten jetzt dieses... Ui, also jetzt bin ich hier auf einem Planeten mit viel Schnee. Und, ups. Ups. Was hast du getan? Ups. Ich bin tot. Das mach ich. Ich bin tot. Nein, ich bin jetzt auf einem Planeten mit viel Schnee. Ah. Abgefahren. 2 KB Potage. Automato Shake. Aha, ich habe gerade eine Automato eingesammelt. Abgefahren. Das ist ja crazy. Und warum bist du jetzt gestorben? Das war ein Witz. Ich sterbe nicht. Ja, aber gut. Ich bin so pro. So pro. So pro. Ich versuche gerade zu dir aufzuschließen. Ah. Aufzuschließen, hast du denn den Schlüssel bei? Hallo? Was ist denn hier unten? Das war lustig. Ja, war nicht schlecht, aber das würde ich natürlich nie zugeben. Vor laufender Kamera. Alter, sieht abgefahren aus. Das war wieder deine Mama. 100 Pixels gab's für den gerade. Alter. Da kriegt man Pixels her, alles klar. Ob es hier andere Materialien gibt als auf den anderen Planeten? Also, es sieht schon mal sehr scheiße aus. Ich glaube fast nicht. Das könnte fast Silber sein hier unten. Ja, Silber. Ein bisschen Platinum und Titanium wäre gut. Mit Titanium können wir uns den nächsten Rüstungstyp herstellen. Okay. Na gut, ich würde ja fast wetten, dass es... Ach Gott, wo könnte man das bekommen? Mein Raumschiff ist in einem Orbit von einem anderen Planeten, wo es auch ein Tor gibt. Oder einem anderen System, wo es auch ein Tor gibt. Ich glaube, die Tore gibt es fast überall. Lass uns doch einfach mal... bestimmt zu verschiedenen Städten führen, vermute ich mal. Exakt. Oh Gott, machen die viel Schaden. Total. Wo sind wir hergekommen? Von oben. Von... Ach, klar. Ich habe mich schon gewundert, warum es jetzt plötzlich vom Rückweg anders ist. Gut, wobei ich würde dann eigentlich fast nach so einem Planeten suchen wollen. Ich würde mal kicken, was in einer anderen Stadt so abgeht, wenn es eine andere Stadt... Alter, die glühen ja im Dunkeln, das ist ja herrlich. Das ist herrlich! Das ist auch... Mensch, da hat sich aber wieder einer was beigedacht. Richtig schnaffte. So. Ich werde mal kurz bei mir kicken gehen. Ich stoße gleich wieder zu dir. Ich muss bloß mal kurz... Bitte nicht. Ich habe Stoße gesagt. Ich tue sowas nicht mehr. Dafür bin ich viel zu alt. Epsilon Unbar. Okay. Das Tor sieht schon mal genauso aus. Outpost, Zweifel Settlement. Okay, man portet sich ja vom Tor aus immer zum Außenposten. Das heißt, es ist immer der gleiche Außenposten. Gut, ich check nochmal hier ab, was hier so abgeht.
Also bei mir ist auf jeden Fall schon mal ein Mond. Zwei Stück. Auf dem Mond kriegt man richtig viel Fuel. Das haben wir letztens schon festgestellt. Naja, also ich würde ja fast sagen, wir hauen uns damit die Hucke voll. Nicht, dass wir da stehen und nicht mehr haben. Na, ist schon gut, ja. Weil ich bin ja auch gerade, habe auch gerade 300 Fuel verschwendet, um zu dem Außenposten zu fliegen. Oh, hier ist ein Pinguin mit einer Quest. Ui. Hey, Buddy. If you get some Titanium Armor, I give you the coordinates. Notorious Pirate. Ah, müssen wir Piraten jagen und dafür brauchen wir die Titanium. Abgefahren. Executive? This will let me teleport from anywhere. Ich bin jetzt gerade beim Mond. Ich würde mir jetzt einfach mal ein bisschen Fuel reinziehen wollen. Weil was wir haben, haben wir. Ha? Das klingt erstmal logisch, ja. Weil man hinterm Außenposten geht gar nicht weiter. Ich, da haben wir, glaube ich, schon mal geguckt, ne? Das, da fliegt man einfach bloß runter. Genau. Also brauchen wir sowieso die Titanium-Armor. Ist bloß die Frage, wo man die am besten herbekommt. Na ja, gut, ich denke mal, dafür wird die Quest sein. Ja, aber der sagt nicht genau aus, wo man das herbekommt. Ich meine, nur durch diese Quest werden wir nicht mehr finden. Ja. Titanium-Armor, to protect yourself, I've given you the coordinates. Also die Koordinaten für da, wo dieser Pirat ist, den der... Oder müssen wir vielleicht den Piraten töten und... Das machen wir danach. Der will ja, dass wir da vor uns die Dings besorgen. Damit. Entschuldigung. Was will er? Würde er doch mal fragen dürfen. Ich freue mich, wenn wir aus der 5. Klasse endlich raus sind. Wenn. Falls. Verstehe ich nicht. Und dann. Ja, gut, du bist ja dann fast wieder 5. Klasse. Nur schöner. Ja. Aber ich glaube, hier gibt es nichts weiter Neues, ne. Hier ist ein Spielautomat. Macebound. Oh. Cool, kann man ein Spiel spielen. Gut, okay, ich geh nochmal ein bisschen andere Planeten abchecken. Aber 20 Arceus Fuel kostet irgendwo 800 Pixel, ey. Das ist schon happig. Also dieses Fuel, was man in den Monden für Umme kriegt, das ist schon ein bisschen arschlos. Ja, naja. Wenn man es verkaufen könnte, dann das wäre richtig nice. Würde man jetzt die Hucke vollhauen mit dem Fuel und würden das da verkaufen? Für 8000. Genau. Genau, wäre viel besser. Dann wären wir ja auch nicht so arschlos. Das ist einfach so eine Prinzipsache, weil wir es sind. Genau. Dann würden wir uns einfach... Wir können ja eigentlich cheaten. Ich wüsste nicht, dass es geht, aber... Lass mich überlegen, Mignon. Bin ich gerade ein Arschloch, wenn ich erzähle, dass ich gerade diese Ruine abchecke, wo man sich jetzt auch neu hin teleportieren kann? Die Ruine. Du kannst dich von dem Gate aus, was auf so dieser Raumstation ist, teleportieren. Und da gibt's, also dort, wo du dich auch in diese, wo wir die Quest erhalten haben, hin teleportieren kannst. Und da ist so eine Mysterious Ruin. Aber ich kann überhaupt nichts machen. Sieht zwar abgefahren aus, aber ist erstmal vollkommen sinnlos. Hm. Also so wie deine Existenz. Genau. Sieht gut aus. Hm. Aber das andere ist nicht erfüllt, leider. Da fällt mir einfach nichts mehr so ein. Was haben wir jetzt alles? Wir hatten ja schon die normalen erdähnlichen Planeten gehabt. Dann hatten wir die Wüstenplaneten gehabt. Ja, ach komm, wir hören einfach auf hier mit Starbound und Let's Plays. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt. Es fängt erst wirklich jetzt an. Ich denke mal, kommt noch echt viel kommen. Ja, ja, hätte, würde, könnte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Mhm. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte ein Hase noch bekommen. Wenn die Katze entfernt, würde es den Baum hochgaloppieren.
treffen sich eine 0 und eine 8 in der Wüste, sagt die 0 zur 8. Ey, ist das nicht ein bisschen warm für den Gürtel? Oh. Ui, ui, ich hab ja... Oh. Ui. Da kann ich eigentlich einen Standard mehr zu sagen, außer... Ui. Ich habe einen Ozeanplaneten gefunden. Aber ich kann nicht hinfliegen, ich habe nicht genügend Fuel. Scheiße, ich komme aus dem Dings nicht mehr weg hier. Nein! Ach warte, hier war doch gerade ein Mond in meinem System, das ist auch gut. Ja, ich habe ja auch gerade ein Riesenbecken von Fuel gefunden. Das ist eigentlich... Das turnt cool, mich ein bisschen an, das macht mich total scharf gerade. Wir müssen mal... Wir müssen mal eine kleine Pause machen. Ich muss mal schnell kalt duschen gehen. Okay. Oh, Mami! Was? Ich verstehe. Nichts gegen meine Mutter. Nö. Hab ich ja nichts. Sie schönste Frau, die ich je gab. Na, sie war. Bitte? Nee, ich bin gerade auf dem Ozeanplaneten, wo ich gerade mal hinfliegen. Bin ich mal. Hab ich zumindest gesehen, dass da gibt so ein Echinetrix da. Ich weiß nicht, was es ist, aber zumindest gibt es da Ozeanplaneten in der Nähe. Ja, da war ich auch schon. Ich bin in so einem Gebiet bin ich auch gerade. Okay. Gucken, was da anders ist. Aber ich check jetzt auch erstmal den Mond hier ab. Eigentlich ist da nicht wirklich viel anders. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man da irgendwie was in dem Ozean machen kann. Vielleicht gibt's da Titanium unter Wasser. Klar. Schnauze. Ja gut. Möglich wär's, aber... Super, ich glaube an diesem Mond hier gibt es jetzt noch kein einziges bisschen Gedöns gefunden. Also ich habe relativ viel gefunden bis jetzt. Sonst muss ich mich mal abschleppen, Starthilfe geben. Ey, ich habe den Uso abgeschleppt. Man kann doch... Nein, Flüssigkeiten, kann man nicht. Die sieht man ja im Dunkeln, ne? Flüssigkeiten. Flüssigkeiten. Flüssigkeiten, ja, das sieht man tatsächlich. Oh, ich habe ein Plutonium gefunden. Also bulle ich mich jetzt einfach nach unten, bis ich so eine Scheiße endlich sehe. Oh oh. Oh Gott sei Dank. Also ich bin zufällig reingefallen. Ja, ich gerade auch. Ich dachte mir gerade, oh Gott, fall ich tief. Aber dann bin ich im Flüssigen gelandet, das war gut. Das ist wie immer quasi. Yeah. Ja, wenn ich Captain Kontinent bin, bist du ja demzufolge nicht nur kompetent, sondern auch inkontinent. Sagst du auch bloß, weil du neidisch auf meine Kompetenz bist, weil du so inkompetent bist. Mhm, genau. Ach klar, Daddy. So, hab ich jetzt auch... Alter, wie viel. So, ich würde sagen, dann können wir am richtigen... Das Becken hier und dann... Würde ich sagen, können wir im nächsten Part mal richtig krass auf Planetensuche gehen. Richtig krass. Sagen wir fahren noch ein bisschen weiter und wir sind uns dann. Ja, aber das machen wir jetzt nicht offscreen, oder? Na, ein bisschen farmen hier. Wir können jetzt erstmal das Lager vollhauen. Ist ja nicht gerade aufregend. Naja. YOLO. Sexy Motherfucker! Ich verstehe noch nicht, warum man das Zeug ausgerechnet auf dem Mond findet. Vielleicht gibt es ja auch auf unserem Mond, wir haben bloß nie danach gesucht. Oh oh. Au. Oh, voll geil, dass man auf dem Mond nicht so viel Fallschaden kriegt. Oh ja, ist das geil. Oh, ist das geil. Oh. Hör nicht auf. Oh, ich bin gerade über so ein... Bolzen gestolpert. Oh Gott. Was ist das wirklich? Schön, dass du es selber merkst. Na, aber ich freue mich für die USA auf jeden Fall. Hast du das mitbekommen? Was? Dass der mit der Gay Marriage? Genau. No. Das finde ich sehr, sehr cool. Finde ich auch gut.
bin auch sehr erstaunt gewesen. Ist idiotisch, sowas zu verbieten. Ja, natürlich. Aber von den USA vor allem. Ich hätte nicht von den USA erwartet. Nee, ich auch nicht. Also, weil die ja sich ja eigentlich immer für sehr weltoffen halten. Was aber nicht sind. Richtig. Weil, ey, motherfucker, lass mal ein bisschen in den Rock, ein bisschen Krieg. Aber dann Homo-Ehe, finde ich schon, ist ein feiner Zug. Ein guter Vorreiter, sollte man auf jeden Fall nachziehen. Ja. Kann ja sich eh scheißegal sein, was die anderen machen. Also jetzt im Sinne von, ob jetzt jemand schwul oder hetero ist, ist eigentlich. Persönlich ist es egal, ob sie durch den Magen geht oder durch den Darm. Ja. Gut, haben wir diese politische Komponente auch noch eingebaut. Ja. Immer ein bisschen, immer ein bisschen. Nächste Folge machen wir Nazis oder wie? Oh, Nazis ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, muss ich sagen. Außerdem haben es schon alle gemacht. Was, Nazis? Das ist immer das Erste, was alle machen, gegen Nazis haten. Ja, da müssen wir eigentlich dafür sein, oder? Die Zeiten sind vorbei. Oh, oh! Oh, das muss mir zugespielt werden! Naja, ich meine, die NPD kann man auch mal wählen, die geben sich wenigstens Mühe. Ich habe von meinem Sportlehrer auch immer eine 3 bekommen, wenn ich mir Mühe gegeben habe. Das ist natürlich der beste Vergleich. Ja, das ist genauso wie mit Essen. Ich esse keinen Fisch, ne, probier's wenigstens. Ja. Oh nein, ich will nicht. Warum bist du Nazi? Oh Gott, so tief wie ich hier bei freien Fall. Ich muss gleich unten wieder rauskommen. Oh Gott, das ist gerade so eine... Das will ich gerade eben nicht gesagt haben. Das klingt seltsam. Ja. Ich glaube, das verwundert hier sowieso keinen mehr, dass hier irgendwas seltsam klingt. Du bist halt einfach ein kleiner, wunderlicher Kerl. Daran werden sich wohl alle gewöhnen müssen. Ja. Gut, dass du natürlich der Normalste der Welt bist. Ja, absolut. Also auf jeden Fall der Normalere von uns beiden. Naja. Kommt auf einmal, wie man normal definiert. Naja, also... Wenn man normal im Duden nachschlägt, ist da drunter ein Foto von mir. Ich bin quasi das personifizierte Mittelmaß. Du bist nur quasi Modo. Mhm. Weißt du, so Leute wie dich brauchen sich eigentlich auch nicht wundern, wenn sie irgendwann mal mit einem Beil im Kopf aufwachen. Habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, eigentlich. Ich glaube, du bist also. Vor allem, ich glaube, du wirst mit dem Ball im Kopf nicht mehr aufwachen. Das ist richtig. Aber ich glaube, das sollten wir vielleicht Philosophen überlassen, das zu klären. Das dauert. Dieser Scheiß muss in irgendein Forum. Das dauert jetzt einfach viel zu lange. aber ich glaube tatsächlich, dass du keinen normalen Todes sterben wirst. Du bist so ein richtiges Mordopfer. Ohne das Böse zu meinen, aber. Ich habe auch schon das mit dem Gedanken gespielt. Ich kann es doch nicht mal jemanden verübeln. Moment, das ist physikalisch unlogisch, was hier gerade passiert. Was? Die Flüssigkeit ist gerade von links nach rechts unten geflossen und da ging es nach oben und die ist dann rechts wieder nach oben geflossen und dann wieder nach rechts weiter zu schwappen. Das sah gerade extrem seltsam aus. Aber gut, hier brennen ja auch Fackeln auf dem luftlosen Mond, also. Ja, das sind Kohlenmonoxidfackeln. Ja, klar. Logisch. Das hat sich dabei auch der Entwickler von Starbound gedacht. Entweder das oder nichts. Mhm. Wie fährst du mit Leider an, Fuel? Also ich finde hier gerade relativ große Becken nacheinander immer. Ich schau gleich mal, aber ich habe hier gerade noch 2 große, die würde ich noch ganz gerne mitnehmen wollen. Ich habe jetzt 2600. Nee, ich habe definitiv schon mehr. Ich werde wahrscheinlich. Gut, da hast du früher angefangen, ja. Martin ist voll der Ölbonze. Weil dann wir so viel Öl, dass die USA uns angreift. Na toll. Habt ihr eine Sekunde, um über Demokratie zu sprechen? Wie die Zeugen Jehova. Genau. Hatte ich hier letztens wieder gehabt. Echt? War schön. Na gut, nee, ich glaube, es waren nochmal einfach christliche Spinner. Gut, okay, ich habe mit denen nicht weiter gequatscht. Weil letztens, also mich hat schon mal einer angesprochen, so wie wegen Gott und der Bibel, und dann war trotzdem von Zeugen Jehovas. Aber das ist ja, glaube ich, der gleiche Gott, den die... Doch, natürlich.
der gleiche. Also ich lass mich doch gerne verbessern, aber meiner Meinung ist es, Ich glaube, die glauben auch bloß daran, dass nur 27.000 oder so in den Himmel kommen. Euro? Nein, Leute. Kommt bloß eine gewisse Anzahl an Leute in den Himmel, die sind schon viel mehr Anhänger, als überhaupt in den Himmel kommen, und die suchen noch weitere Anhänger. Ich frage mich, was der Sinn davon ist. Raff ich irgendwie einfach nicht. Naja, ich raffe. Wenn jetzt ein Zeuge Jehovas zuguckt, kann er mich gerne belehren. Nicht bekehren, aber belehren. Eigentlich möchte ich nicht, dass sie zugucken. Dürfen die doch auch gar nicht. Ist in der Bibel YouTube verboten? Fernsehen nur. Nein, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dürfen Zeugen Jehovas nur das Nötigste an materiellen Besitz haben. Wurde ja denn zum Bleistift ein... Sicher? Ja, ziemlich. Das wird ja bei den Zeugen Jehovas auch kein Geburtstag gefeiert, weil an dem Tag Blut geflossen ist. Ach Gott, nein, oder? Doch, doch. Wir müssen ja alle weiblichen Zeugen Jehovas ihren Trautag einlegen. Trauerfasten quasi. Nicht mit A oder mit I? Verstehe ich nicht, was? Ne, Trauerfasten oder Trauer... Naja. Oh. Wie fasst du? Ich habe hier gerade noch, ich glaube, 3 Kristalle gesehen. Du bist gerade ziemlich lau an Leben, ne? Ja, ich habe mich gerade wieder auf so einen Bolzen gesetzt, du. Du kannst es doch nicht sein lassen. Ich weiß ja nicht, okay, was gut ist. Jetzt kommt bei mir bloß noch Moonwalk, ich frage gleich mal raus. Ich weiß nicht warum, aber ich würde die ganz gerne mitnehmen. Findest du diese... Ach, das ist Plutonium. Ja, hab nämlich auch schon eins gefunden, diese, wenn du jetzt Ich habe 3, ja. Aber ich frage mich, warum Plutonium rosa dargestellt ist. Nein! Unten, der Stein ist unzerstörbar. Oh, jetzt muss ich wieder nach oben. Oh. Gott, nein. 1, 2, 3. 4710. Ich denke, das reicht. Oh, jetzt muss ich wieder nach oben. Das ist zum Kotzen. Es sei denn, ich würde oft genug von irgendwo runterspringen. Das mache ich jetzt einfach. Ich kann das nicht wegen nach oben. Stimmt ja, wir können uns ja einfach sterben lassen, ne? Jetzt kriege ich aber einen Schaden. Also Fallschaden kann man schon mal vergessen. Nee, ich stelle mich einfach in so einen Bolzen rein. Oh. Gut, dann haben wir auch unsere Regel eingehalten, wenigstens einmal in der Folge zu sterben. Von daher können wir dann hier auch den Cut setzen. Ja, da haben wir genügend Fuel und dann können wir dann kicken, wo wir hinreisen. Fall. Genau, aber das gibt's erst in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dahin.